Herzlich willkommen. Die Seele hier im menschlichen Körper und auch die Seele, wenn wir diesen Körper wieder verlassen. Wir nehmen all unsere Erfahrungen, unsere Gefühle, die nehmen wir mit, wenn wir hier diesen Körper verlassen. Und aus dem Grund ist es wirklich ratsam, dass wir unsere Gefühle klären, dass wir in inneren Frieden kommen mit uns selbst und natürlich auch mit unseren Mitmenschen, mit unserem Leben, mit all dem, so gut es uns möglich ist, was wir hier an Erfahrungen machen und sammeln. Wie gesagt, die Seele, das sind ja unsere erlebten Erfahrungen und Gefühle und Emotionen. Und das ist wie eine Art, wie eine Schablone, würde ich es mal sagen. Und die nehmen wir dann mit, wenn wir hier die Ebene verlassen und gehen mit dieser Schablone dann auch weiter in unseren weiteren Weg ohne den Körper. Und für mich sind es verschiedene Bewusstseinsstufen, Bewusstseinsebenen, die wir da durchschreiten. Und wir haben hier auf der Erde die Möglichkeit, dass wir uns erfahren in einem Körper, dass wir etwas anfassen können, dass wir uns begegnen können und dürfen, dass wir uns in den Arm nehmen können, dass wir unsere, wenn wir Mutter oder Vater sind, dass wir unsere Kinder auch halten dürfen und wirklich anfassen dürfen. Das sind ja wunderschöne Erfahrungen und die Erfahrungen, die sind ja gekoppelt mit Gefühlen. Und diese Gefühle, die machen unser Seelenleben, unsere Seelenqualität auch aus, wie wir mit den unterschiedlichsten Erfahrungen umgehen. Und der Seele tut es immer am meisten gut, wenn wir in der Liebe sind, wenn wir im Frieden sind und wenn wir unsere Werte oder Attribute verfeinert haben. So wie in anderen Videos schon gesagt, es geht um die Verfeinerung der Seele, dass uns dieses jetzt wirklich bewusst wird, dass wir selbst unseren Teil dazu beitragen können, welche Seelenqualitäten wir uns hier selbst ermöglichen, geben und in was für einem, in was für einer inneren Haltung wir durch unseren Alltag gehen. Weil genau diese innere Haltung, diese Seelenqualitäten, die bleiben einfach da. Und was für mich auch immer wieder sehr beeindruckend schon war, gerade in der Lebensberatung, in den Lichtsessions, wenn dann wirklich oftmals unsere Verstorbenen, sage ich mal, unsere Liebsten, die sind ja nicht weg. Die sind schon um uns und auch bei uns mit den Attributen, die sie sich in ihrem Leben erarbeitet oder gewirkt haben. Und manchmal ist es halt so, dass man vielleicht mit bestimmten Aspekten, vielleicht jetzt von unseren Eltern, vielleicht Geschwister in der ferneren Familie oder auch mit Freunden, dass man mit manchen Aspekten vielleicht nicht so gut klargekommen sind und auch das Gefühl haben, da ist vielleicht noch was Unausgesprochenes. Oftmals sind es unausgesprochene, nicht geklärte Emotionen im zwischenmenschlichen Bereich, die man da ganz oft begegnen, weil das gehört dazu, wenn wir uns selbst verfeinern und immer bewusster werden, dann spüren wir einfach, dass da noch was ist, was noch nicht, ich sage es immer so, was noch nicht in der Ordnung ist oder was vielleicht auch Hilfe benötigt, Hilfe in Anführungszeichen benötigt, für eine Seele, die bereits hier den irdischen Weg beendet hat. Und vielmals geht es darum, dass die Seele vielleicht nicht gleich so
dem höchsten Licht entgegengehen kann, weil sie noch ja, sehr in ihren Emotionen verhaftet ist oder in Erfahrungen, die sie sehr ja, geprägt haben. Das kann auch durch Krankheit zum Beispiel sein. Eine Krankheit, die nicht überwunden wird, in dem Sinn auch seelisch, dass man genau die Ebene wechselt. Ich kenne es von mir selbst, mein Vater war sehr krank, viele Jahre sehr krank, er konnte dann auch nicht mehr gehen und konnte sich nicht bewegen mehr und er war immer ein sehr aktiver Mensch, hat viel gearbeitet, hat sich gern bewegt, hat seinen Garten geliebt und es ging dann auf einmal nicht mehr. Und da konnte man zuschauen, wie aus einem aktiven Menschen dann der Körper dem Verfall hingegeben werden musste. Aber die Seele hat, die war schon ganz klar, nur der menschliche Aspekt, sprich die Emotionen, das Leid, die Traurigkeit, die mein Vater hatte, über diesen Weg, den konnte er nicht aufarbeiten oder vielleicht auch nicht so annehmen. Und mit dem ist er dann wirklich aus dem Körper dann gegangen, hat die Erde sozusagen verlassen und viele, viele Jahre später hat er sich wieder bei mir gemeldet und hat immer wieder auf dieses Bein gezeigt, auf die Beine gezeigt und so, ja, wie wenn da ist noch was offen und es ist nicht gut und es ist nicht schön und da hat es wirklich so eine liebevolle Begleitung gebraucht, dass man ihm nochmal klar gemacht hat, das hat zu diesem Leben dazugehört, aber es ist jetzt nicht mehr existent. Also für ihn, so wie es rübergeschwungen ist, war es immer nur existent. Er ist immer da drüben genau mit diesem Ich kann nicht, da ist dieses Gebrechen. Ist er da eigentlich da gestanden und hilflos und wusste gar nicht, was er machen sollte. Und da kann man schon, wenn man hier in der Liebe ist, wenn man sich dessen auch bewusst ist und wenn man ein anderes Bewusstsein, ein höheres Bewusstsein für sich selbst vielleicht definiert hat oder auch spürt, dass man auch solchen Seelen weiterhelfen kann, dass sie da noch was loslassen können, dass sie mit dem in Frieden kommen können. Also ja, das ist auch ein Teil von meinem Wirken in den Lichtsessions, dass man auch solche Themen dann miteinander kurz angehen und da braucht es, wenn ein Feld der Klarheit und der Liebe und vom Höheren durchdrungen da ist, dann braucht es nicht viel. Oder mache ich es auch manchmal so, dass ich sage, da scheint noch etwas offen zu sein. Mal vielleicht kommt der Kunde, der Klient, Klientin selbst drauf, was es vielleicht sein könnte oder wird mir ein Bild gezeigt oder ja, eine Sequenz gezeigt, wie das gerade noch so aussieht und dass vielleicht einfach auch manchmal noch eine liebevolle Geste rüber möchte in dieses Erdenleben, sodass das jenseitige Leben auch weitergehen kann, auf die nächste Ebene gehen kann. Es geht auch da einfach Stufe für Stufe weiter, wir entwickeln uns weiter, die Seele, das Bewusstsein geht weiter mit diesen Empfindungen und liebevollen oder auch anderen Empfindungen. Und es ist so gut, wenn wir doch hier im Leben unsere Empfindungen, unsere Emotionen, wenn wir da in Frieden kommen mit allem oder mit dem meisten,
was wir erfahren und erleben. Und weil die Seelen, die hier im Frieden sind, da ist dann nachher auf der anderen Seite friedlich. Ich habe jetzt schon, ja, das ist ja jetzt schon viele Jahre und auch in meiner Jugendzeit war ich mit dem Tod ja auch viel konfrontiert und habe Erfahrungen gesammelt. Und da kann ich relativ gut wahrnehmen, ob es auf der anderen Seite bei der Seele friedvoll ist. Dann sage ich immer, da ist es ruhig. Ja. Das kann ja auch sein, die Seele möchte auch ausruhen. Das ist ja auch da. Aber es gibt natürlich auch, für mich sind es eher so Seelenfelder, Bewusstseinsfelder. Und bei manchen, da ist es halt noch unruhig oder da schwingt noch rüber ein, vielleicht auch eine Wut. Habe ich auch schon mal gehabt, richtig heftig wütend. Da war eine, ja, das kann ich auch sagen, da war eine Seele, die schon sehr, sehr lange gegangen war. Die war noch so, die war wie wütend und erbost über das, was ihr widerfahren ist und dass die engsten Angehörigen sie immer noch in dem Zustand, wie sie die Erde verlassen hat, immer noch so in ihren Gedanken festgehalten haben. Die konnte einfach mit dem, die wollte gern weiter und wäre bereit gewesen, aber das hier auf der irdischen Ebene wurde wirklich nicht losgelassen, weil es nicht in der Tiefe bearbeitet wurde. Das kann natürlich auch mal dann schon kommen und die Seele hat sich jetzt einfach dann bei mir gemeldet und das war dann schon ein interessantes, es brauchte sehr viel Raum und sehr viel Liebe, dass sich das aufgelöst hat, dass sie sich halt raus befreien können aus diesem Festhalten. Auch hier das Festhalten, das ist immer wieder doch auch bei uns im Leben ein Thema, dass wir lernen loszulassen, auch unsere Lieben, die Ebene wechseln, dass wir die bewusst in der Liebe gehen lassen, in dem Bewusstsein, es hört nicht auf, es geht ja weiter und sie sind da, wir können in Kontakt treten. Der eine andere spürt es vielleicht auch manchmal, dass noch jemand da ist oder so geht und kommt. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und auch hier brauchen wir heute ein neues Verständnis und ein neues Bewusstsein, wie wir mit dem Thema Tod, Sterben, Körper verlassen, die Ebene wechseln, umgehen. Und dann wird es nämlich hier für den Menschen auch leichter, weil er spürt, irgendwas hat sich gelöst, wenn er das dann wirklich bewusst macht. Da helfe ich unterstützen dann über vielleicht über Sätze, wo dann derjenige sagen kann, dass es mir einfach nachspricht. Und dann wird es schon spürbar, dass sich auf der anderen Seite was löst und vielleicht den nächsten Schritt machen kann oder zumindest sich dem Engel, oft ist es auch so gewesen, dass ich gesehen habe, auf der anderen Seite, dasjenige kann sich noch nicht dem Engel zuwenden, weil es vielleicht genau in dem Leben, als es hier noch war, weder an Engel geglaubt hat, noch an Jenseits, dass es weitergeht oder sonst was. Die stehen oftmals sehr verloren dann in diesem anderen Raum dran, in der anderen Ebene und wissen gar nicht, was jetzt los ist oder was sie machen sollen. Also das sind oft so Irritationen dann da. Oftmals ja, ist es fast ein Stau, ja, dass sich das anstaut, dass es einfach nicht weitergehen kann. Und da braucht es einfach diese Liebeskraft und diese Lichtkraft, ja, dass man hier das rübergeben kann.
und auch sagen kann, dreh dich um und geh mit deinem Engel weiter. Ich mache es oft so, dass ich dann schon zu meinen Klientinnen sage, sprich mir das nach. Das kann leise sein, weil die Verstorbenen, die kennen ja jetzt meine Energie oder meine Signatur nicht. Folglich bin ich jemand Fremdes. Das ist nicht immer so. Manchmal, das spüre ich dann, wenn so ist etwas. Und dann, wenn dann das Angehörige hier die Sätze nachspricht, dann da hören sie dann drauf. Ja, also im Jenseits nehmen die Seelen das schon noch wahr, wer hier mit ihnen in Kontakt ist auch. Ja, und auch für uns, die wir noch im Körper sind, ist das eine Wohltat, ja, weil wir spüren, es wird leichter, weil auch aus der anderen Ebene, wenn sie ziemlich nahe sind manchmal und eigentlich Hilfe möchten oder weitergehen möchten, dann kann das auch manchmal einen Druck in uns auslösen und wir wissen gar nicht, was los ist. Also auch hier dieses Freiwerden. Ja, so viel mal vielleicht für heute zum Thema, ja, seelische Gesundheit und im Hier und auch in der jenseitigen Welt. Weil alles, was wir hier erleben und machen und wie wir da damit umgehen, das nehmen wir mit. Das geht einfach mit. Es geht überhaupt nichts verloren. Alles Liebe und bis demnächst.